Kate Moss schwebt ewig jung in ihrem Hochzeitskleid von Designer Alexander McQueen durch Raum und Zeit. Längst verstorbene Zeitzeugen werden nie verstummen. Winzige Viren plötzlich sichtbar. Nichts scheint in der Welt der Holographie unmöglich. Also im Fernsehen haben die Leute das gesehen, aber in der Realität noch nie. Also wir gehen von so um die 90% aus, die noch nie ein Hologramm gesehen haben. Und das macht halt genau diese Attraktivität auch aus. Faszination pur. Dinge erscheinen so plastisch vor uns, dass man kaum glaubt, sie nicht berühren zu können. Aber letztlich sind sie nichts weiter als Licht. Illusionen, wie Matthias Mangold sie nennt. Diese zum Leben zu erwecken, ist die Arbeit von Wochen. Wie das geht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dreidimensionale Bilder im Raum entstehen zu lassen. Das Geheimnis einer dieser Techniken lüftet Matthias Mangold für uns. Dazu braucht es viele LEDs und schnell drehende Rotoren. Die Hologramme kommen eigentlich durch solche Flügel zustande. Die sind besetzt mit diesen kleinen weißen LEDs, die dann das Licht erzeugen. Durch die Anzahl der Rotationen pro Minute und durch diese extreme Geschwindigkeit kann das menschliche Auge das nicht mehr erfassen. Und dadurch sehen wir im Prinzip nur noch das holographische Bild. Mit einer anderen Technik können dreidimensionale Avatare erzeugt werden. In einem sogenannten volumetrischen Studio nehmen 32 Kameras eine Person auf. Hier wird die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf gefilmt. Ihr lebensechter Avatar wird dann ihre Botschaft in die Zukunft tragen. Wir waren die Letzten. Unser Transport ging aus Sereď, wo wir dann verlegt worden sind aus Nowaki nach Auschwitz. Das Bild ist anders. Es ist mehr lebendig, es ist mehr wirklich, ja, in drei Dimensionen. Und mir ist es wichtig, dass das für die nachkommenden Generationen erhalten bleibt. Und wenn das diese Form ist, was die Technik bietet, dann ist das für mich sehr in Ordnung. Der Traum vom lebensechten Hologramm begann eigentlich mit einer Filmfigur. Prinzessin Leia. 1977 überbrachte sie in Star Wars 4 eine wichtige Botschaft. 40 Jahre später in Blade Runner 2049 können Hologramme, zumindest im Film, schon genauso interagieren wie Menschen und sich sogar verlieben. Bisher nur eine verstörende Zukunftsvision. Aber der Markt für virtuelle und gemischte Realitäten boomt. Bis 2030 soll er einen Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar erreichen. Hologramme, die in Echtzeit zu uns sprechen, wie in der Filmwelt von Star Wars, sind aber nach wie vor Fiktion. Wenn Sie daran denken, in Star Wars gibt es die Prinzessin Leia, die als Hologramm erscheint und redet. Das könnte man heute tun, indem man einen holographischen Film erzeugt. Das geht. Dass aber jetzt ein Jedi Ritter oder jemand anders mit dem Laserschwert kämpft und ein Hologramm das andere auslöscht, das würde nicht gehen, denn das würde ja eine ganz andere Interaktion bedeuten. Und nicht alles, was Hologramm genannt wird, ist auch wirklich echte Holographie. Um uns die zu erklären, hat die Physikerin mit ihrem Kollegen Jörg Imbrock einen Versuch aufgebaut. Dieser Laser wird an dieser Stelle in zwei Teile aufgeteilt. Der eine Teil wird hier aufgeweitet, läuft auf diesen Spiegel und beleuchtet unser Objekt. Und das Licht, was von diesem Stern nun gestreut wird, erreicht diese Fotoplatte. Und für die Holographie benötigen wir noch einen zweiten Strahl, der unbeeinflusst diese Platte trifft. An dieser Stelle wird ein Hologramm in dieser Fotoplatte aufgenommen und dann anschließend entwickelt. Im Anschluss können wir unser Objekt hier entfernen und dann das entwickelte Hologramm hier einsetzen. Ein kompliziertes Verfahren. Nicht umsonst gab es 1971 für diese Entdeckung den Nobelpreis. Echte Hologramme findet man auf Ausweisen und Geldscheinen. Sie können aber immer nur aus dem richtigen Winkel gesehen werden. Hologramm ist nicht einfach ein Bild, was aufgenommen wird und hier jetzt draufgedruckt wird, sondern es entsteht, indem wir das Bild überlagern mit einem zusätzlichen Licht bei der Erstellung dieser Struktur. Das nennt man Referenzlicht. Und dieses zusätzliche Licht kodiert sozusagen das Bild.
Ob echtes oder Pseudo-Hologramm, die 3D-Welt hat eine geradezu magische Wirkung. Auch Museen bietet sie ganz neue Möglichkeiten, um Nicht-Sichtbares erfahrbar zu machen. Für den Betrachter entsteht dadurch der Eindruck, vor einem echten Objekt zu stehen. Und ich meine, es eignet sich auch weniger für etwas, was man tatsächlich darstellen kann, als vielmehr für Dinge, die man normalerweise nicht sichtbar machen kann. Eben kleinste Strukturen wie Viren oder Bakterien oder das Innere eines Körpers. Viren schweben so dreidimensional durch die aktuelle Seuchenausstellung in Hildesheim. Auch ein pumpendes Herz und ein sezierter Mensch geben Einblicke in das, was unserem Auge sonst verborgen bleibt. Auch hier kommt eine ausgeklügelte Technik zum Einsatz, um die Illusion zu erschaffen. Der Kurator verrät uns, wie so ein Pyramidenhologramm funktioniert. Wenn man jetzt hier unten reinschaut, dann sieht man, oben sind drei Bildschirme. Das heißt, dreimal aus verschiedenen Richtungen wird das Objekt in den Raum rein projiziert. Und diese Scheiben hier, das sind Spiegel. Die Spiegel reflektieren das Bild, das von den Bildschirmen kommt, und scheinen es in der Mitte des Raumes zusammenzufügen. Und dadurch entsteht der Eindruck räumlicher Tiefe. Es ist eine Täuschung des menschlichen Auges. Aber sie ist so perfekt, dass das menschliche Auge das nicht von einem echten räumlichen Objekt unterscheiden kann. Nicht nur für Museen eine neue faszinierende Möglichkeit, Wissen zu präsentieren. Und Hologramme haben einen weiteren Vorteil. Schon in naher Zukunft könnten sie unser gesammeltes Wissen speichern. Die Idee der holographischen Datenspeicherung ist eigentlich genial. Denn tatsächlich kann man Hologramme mit Daten versehen. Und dann bekommt man zum Beispiel sowas wie 1 Terabyte in der Größe eines Zuckerwürfels hin. Und das ist heute auch noch eine sehr hohe Datendichte für die Größe des Speichermediums. So könnten vom Verfall bedrohte Bücher, ganze Bibliotheken oder auch Filmarchive gespeichert und für die Nachwelt erhalten bleiben. Alles auf Platten, nicht größer als ein Foto. Und vielleicht können wir dann irgendwann auch über Hologramme kommunizieren, so wie in den Star Wars-Filmen.